Titelverteidiger aus Afrika möchte auch beim diesjährigen Yellow Cup wieder jubeln und seine persönliche Serie ausbauen. Bei den letzten drei Teilnahmen am Yellow Cup gab es jeweils drei Siege für Tunesien. Die Tunesier, die heuer zum 10. Mal am Yellow Cup teilnehmen. Werfen wir einen Blick auf die Aufstellung von Holland. Da haben wir einige interessante Namen aus der Bundesliga. Beispielsweise mit der 28 Fabian van Olfen. Wir haben den Captain mit der 31 Gary Eilers sowie sein Torhüter-Pendant Bart Ravensbergen mit der Nummer 1. Und auf der Seite von Tunesien auch hier der Captain, der Torhüter mit der 1 Makrim Misawi. Dazu Djihad Djabala, ein Mann, der in Schweden spielt. Einen Champions-League-Sieger mit Mohamed Soussi mit der 39. Für beide Mannschaften beginnt hier mit dem Spiel in Winterthur die heiße Phase der Vorbereitung. Für Holland geht es darum, sich den letzten Feinschliff zu holen in Richtung Europameisterschaft. Ein ganz besonderes Turnier für Team Oranje. Denn zum ersten Mal haben sie sich mit ihrer Männernationalmannschaft für ein Kontinentalturnier qualifizieren können. Auf der anderen Seite die Tunesier. Stehen vor einem Heimturnier. Der kommende Afrika Cup Ende Januar findet in Tunesien statt. Da ist der Druck und die Erwartungshaltung im heimischen Land entsprechend hoch. Dem will man gerecht werden und man holt sich jetzt hier den Feinschliff in den Duellen mit drei europäischen Teams. Zunächst im Kasten bei den Tunesiern Wassim El Al. 37-jähriger Torhüter. Auf der anderen Seite sein Pendant Bart Ravensbergen mit der Nummer 1. Er spielt ansonsten bei der HSG Nordhornlingen in der deutschen Bundesliga. Holland beginnt, spielt von links nach rechts in den schwarzen Trikots. So it's the Netherlands starting the game, playing from the left to the right in the black jersey, while Tunisia is starting in defense, wearing red jerseys. Versucht hier Bobby Schagen am rechten Flügel frei zu spielen. Der Mann mit der 18 läuft. Mit der 14, Entschuldigung, läuft jetzt ein und eine erste Parade vom tunesischen Keeper. Kann sich hier gleich mal auszeichnen, der 37-jährige El Al. Und auf der anderen Seite zum ersten Mal im Angriff Tunesien im Rückraum mit der Nummer 10, mit Alouini, spielt bei Dynamo Bukarest. Die 39, Mohamed Soussi, Montpellier HB hier am Ball. Muss ihn jetzt aber abgeben, Offensivfoul gepfiffen gegen seinen Kreisläufer. Daher jetzt wieder die Möglichkeit für Luke Steins und der nutzt die Lücke, die sich da in der Deckung aufmacht
Da waren sich Chuliev und Buganmi nicht einig. Und somit kein Problem für Lüksteins, hier den ersten Treffer des diesjährigen Turniers zu markieren. Also Susi mit der 39, Alauini mit der 10 hatte ich Ihnen schon genannt. Das hier ist der dritte Mann im Rückraum mit der Nummer 9. Trifft hier nur die Latte Armin Banur. Auch er aktiv in Rumänien beim Champions League Teilnehmer Dynamo Bukarest. Werfen wir einen Blick auf den Rückraum der Holländer. Sleuters im rechten Rückraum, der Linkshänder mit der 11. Steins, der Spielmacher, aktiv bei Toulouse in Frankreich. Und Fabian van Olfen, so etwas wie eine Institution in der deutschen Bundesliga. Magdeburg und Lemgo, seine jahrelangen Stationen. Feines Anspiel da von Susi an den Kreis. Dort scheitert aber Judev zunächst, war aber ein Foul mit dabei. Gelbe Karte gegen die 13 auf Seiten der Holländer. Gegen Benchanem. Und somit kommt es zum ersten Penalty, first penalty of the game. It's Buganmi against Ravensbergen. We have the better end for the Tunisian player. First goal for Tunisia, scored by number 21. Oussama Buganmi, playing for Esperance Sportive de Tunis. Position gewechselt, Linkshänder Sleuters jetzt auf Rückraummitte. Das Hagen wieder ein und Van Olfen tankt sich dadurch. Wird da aber von Mohamed Susi gestoppt. Technische Probleme dabei, Sleuters bei der Ballannahme. Hat er Glück, dass er den Ball nicht verliert? Tunesische Coach Gerona fordert da Zeitspiel. Das ist jetzt hier auch angezeigt von den beiden Referees. Abschluss muss kommen. Steins versucht es mit dem Bodenpass zu seinem Kreisläufer Benchanem. Ah, gute Deckungsarbeit da von den Nordafrikanern. Jetzt ist es ein Pass zu viel gewesen. Muss aber wiederholt werden hier der Freiwurf. Da an der falschen Stelle ausgeführt worden. Und damit geht es weiter mit Ballbesitz für Tunesien, die auf den Flügeln mit dem bisher einzigen Torschützen für ihr Team dabei sind. Mit Buganmi auf der anderen Seite spielt Rischik. Ah, Wurftäuschung da von Banur für Alauini, seinen Vereinskollegen, aber Bart Ravensbergen, der holländische Keeper, mit einem guten Start. So it's Steins with number 12 now on the ball, giving the direction for the Dutch offense. In that case, there's now a penalty. I didn't see. Julien stand da im Kreis und somit kommt es zum Duell Schragen gegen Elal.
mit dem besseren Ende für den 37-jährigen Kiefer. Nimmt da Bundesliga-Profis Hagen, zieht ihm da den Zahn, aber auf der Gegenseite der Versuch von Ravensbergen hier einen Treffer zu markieren, weil Chelal da etwas weit aus dem Tor stand, nicht von Erfolg gekrönt, ebenso wenig wie der zweite Versuch von Banur, der erneut an der Latte scheiterte zuvor. Bislang eine torarme Partie hier nach 7 Minuten, aber bei 3 Spielen in 3 Tagen ist noch viel Zeit zu gehen. Und dann gibt es die nächste gelbe Karte an die Adresse von Fabian van Olfen. Mittlerweile 38 Jahre alt. Stoppte da Aloini. Susi findet seinen Meister in Ravensbergen. Und Steins versucht es wieder mit der schnellen Mitte. Findet dieses Mal Hagen außen, aber der den Weg nicht ins Tor. Zweiter Kreisläufer eingelaufen vom linken Flügel bei Tunesien. Und der Treffer zählt nicht. No goal from Banur. There was the referee whistle even before. So it's a free throw for Tunisia trying to get their second goal. Ah, 2 gute, starke Torhüter hier zu Spielbeginn. Susi verzieht. Susi, der Teamkollege vom Schweizer Nationaltorhüter von Nicola Portner. Und auf der anderen Seite geht's wieder schnell. Diesmal klappt's besser. Steins mit der Auslösung in der ersten Welle und dann legt er ab nach außen auf Hagen und der trifft dieses Mal etwas genauer ins kurze Eck. Bobby Hagen vom TBV Lemgo Lippe, seit 2009 in Deutschland unterwegs. Jetzt die nächste Verwarnung an die Adresse von Iso Sleuters. Und gleichzeitig auch noch ein 7 Meter. Again a penalty for Tunisia. Bouganmi mit dem zweiten Treffer. Bouganmi, der 29-Jährige, der in der Heimat, in der Hauptstadt bei Tunis aktiv ist. Dann noch kurz im Gespräch mit seinem Trainer gewesen. Mit Toni Girona. Aber schauen wir uns erstmal die Aktion hier. Schön freigespielt am Kreis. Die 13. Ben Hanem. Spielt in der Heimat bei Green Park Alsmeer. Und steht jetzt auch hier in der Deckung sein Mann im Mittelblock. Ah, dritter Versuch, drittes Mal Halu, Pech für Banur. Dessen Auftritt hier in der Schweiz, dessen zweiten Auftritt binnen kürzester Zeit in der Schweiz, nicht von Erfolg gekrönt. Er war ja mit Dynamo Bukarest auch in der Champions League Gruppenphase zu Gast. Bei den Kadetten Schaffhausen. Auf der Gegenseite dann nach dem Ausgleich das schnelle vierte Tor für die Niederländer. Ja, fast ein Ringkampf da am Kreis und das, da beschwert sich Judev auch zu Recht, da gibt es die erste Hinausstellung an die Adresse von Fabian van Olfen.
Und während hier die Wiederholung der Aktion läuft, die, denke ich, völlig unstrittig ist, Torwartwechsel auf Seiten der Niederländer. New Goalkeeper on the field. Gary Eilers stellt sich Buganmi. Aber bleibt auch hier nur zweiter Sieger. Nicht im Bild zu sehen, aber Ravensbergen wieder im Kasten zurück. Da hat der isländische Coach Erlingur Richardson mal versucht, mit dem Torwartwechsel den 7-Meter-Lauf zu durchbrechen. War nicht von Erfolg gekrönt. Auf der Gegenseite gelbe Karte, Yellow Card for Number 15 from Tunisia, Khaled Hajj Youssef. Oben in der Anzeige gesehen, war nicht Hajj Youssef, war Susi, der die gelbe Karte bekam. Susi und Hajj Youssef, die da gemeinsam im Mittelblock bei Tunesien verteidigen. Hier einen Blick auf die dänische Bank kurz gesehen haben. Kai Smits, der zweite Mann im rechten Rückraum. Ruzio hält noch aus. Sleuters ist der, der das Spiel macht. Und Luc Steins ist der Mann, der auf dem Feld für Holland das Spiel denken und lenken soll. Jetzt aber unter Druck. Zeitspiel ist angezeigt. Sleuters da beinahe dran vorbei gewesen am Verteidiger. Ein Pass ist noch möglich. Da wird es jetzt, denke ich, den direkten Abschluss geben. Ja, Sleuters macht sich bereit zu werfen. Ja, geblockt und Tempo-Gegenstoß. Aber da war er nicht erfolgreich, der Mann mit der 21. Der bislang auffälligste Feldspieler bei Tunesien, Buganmi. Fast break chance for Tunisia, but Buganmi was not successful. Jetzt macht das besser als zuvor. Sleuters trifft, führt Holland wieder mit einem Tor in Front. Und 2-Minute Suspension against Bobby Schagen. According to the referees, he was doing an active foot. So that's why he's out for 2 minutes. Ah, Susi da trocken in den Winkel ins kurze Eck. Der erneute Ausgleich für Tunesien. Wirft da über den Block von Ben Ghanem hinweg. Und aufgrund der 2 Minuten Zeitstrafe des rechten Flügels dafür jetzt ein neuer Mann mit dabei, mit der 27, Alex Smith. Ah, schön hier eingelaufen von Luc Steins. Schleicht sich da hinter der Deckung hindurch. Sehen wir hier nochmal. In Unterzahl der erneute Führungstreffer.
den Elingur Richardson, der isländische Coach. Der Holländer hat auf einen sechsten Feldspieler verzichtet, hat Ravensbergen dafür im Kasten gelassen. Und das zahlt sich nicht nur in der Szene wieder aus. Klasse Auftritt vom 26-jährigen Keeper der Holländer. Ja, wir sehen es hier auch in der Statistik. 60% Abwehrquote. Das ist ein überragender Wert. Überrascht aber auch nicht, wenn man weiß, dass der Mann das auch in der Bundesliga Spiel für Spiel in dieser Art und Weise abrufen kann. Immerhin in der besten Liga der Welt, wie sie gemeinhin genannt wird, die deutsche Bundesliga, zum Spieler des Monats Oktober gekürt worden, Bad Ravensbergen, der beim Aufsteiger Nordhornlingen im Abstiegskampf steckt, aber hier eine vorzügliche Leistung zeigt in der Startviertelstunde. Oh, vierter Wurf, viertes Mal Aluminium. Und dann gibt es jetzt hier wohl die nächste Zeitstrafe gegen die Niederländer, denn das sah so aus, als wenn das nicht ein ordentlicher Kontakt war. Wir sehen es vielleicht gleich nochmal in der Wiederholung. Auf jeden Fall trifft es die Nummer 19, die hier raus muss. Dritte Strafzeit schon für die Holländer. Robin Schoenacker aus dem Mittelblock bekommt da eine Pause. Und dann geht es jetzt hier für 3 Sekunden mit 6-4 weiter. Das hat Gerona, der Coach, gerade nochmal angezeigt. Da sollen sie was draus machen, bevor einer kommt. Und sie machen es schnell und sie machen es gut in Person von Buganmi. Kann da mit einem feinen Dreher die doppelte Überzahl ausnutzen. So Tunisia was able to use their numerical advantage because of the 2 minutes suspension the Netherlands received. So it's now going on with a 5-6. The Dutch players, 5 Dutch players on the field. 6 defense players from Tunisia. Und Leuters hier wieder mit Problemen bei der Ballkontrolle. Zeitspiel auch schon wieder angezeigt. Alex Steins hat es da versucht mit einer Einzelleistung. Steins, der natürlich schwer zu fassen ist für die großgewachsene, wuchtige tunesische Defensive. Steins aber nur 1,72 groß. Und da kommt es zwangsläufig zu solchen Kontakten, wie in dem Fall für Aluini, der ihn da im Gesicht trifft. Und dafür eine 2 Minuten Zeitstrafe. Wir sehen es hier, ja, der Arm geht runter von Aluini. Bei einem Mittelmann, der vielleicht 1,90 groß gewesen wäre, wäre da nichts passiert. Aber Steins auf Tauchaktion wird da im Gesicht getroffen. Deswegen die 2 Minuten Zeitstrafe. 2 Minuten Suspension against Tunisia, number 10. Kamel Aluini. Ravensbergen jetzt aus dem Tor. Empty Goal. Und so kommt Fabian van Olfen zu seinem ersten Treffer hier am heutigen Abend. Auf der anderen Seite Empty Goal bei Tunesien. Hilal auf der Bank, dafür mit der 92 unter anderem dabei. Jaziri und Mohamed Soussi mit einem ganz feinen Hüftwurf, kann man dazu schon gar nicht mehr sagen. Der ging ja um die Beine. Da doch, das ist ein feiner Hüftwurf ins kurze Eck. Soussi hier mit wesentlich mehr Wurfglück als seine Rückraumkollegen in den ersten 18 Minuten. Zweites Tor für Soussi.
Da ein Spiel von Eupen frei, aber Ball abgefangen. Aber gut aufgepasst von Ravensbergen. Platz am linken Flügel zum ersten Mal heute hier in Aktion. Hier sehen wir ihn nochmal bei seinem Treffer. Jeffrey Boomhauer. Erneute Führung für die Gäste. Die Gäste sind beide Teams, aber für die numerisch als Gastteam aufgeführten Niederländer. Chassiri da mit einem Fehlpass. Auf der anderen Seite holt er ihn sich wieder zurück. Bisschen Konfusion in der Deckung. Davon profitiert Rischig. Ein bisschen ein Durcheinander da gewesen. Die Holländer nicht in der Lage gewesen, hier einen Tempo-Gegenstoß zu starten. Holland, das weiter auf seine Startaufstellung vertraut, mit einer Ausnahme am rechten Flügel, ist die 24 geblieben. Weiterhin die 27 geblieben, Entschuldigung. Und nächstes Tor von Sleuters. Anders sieht es aus. Bei den Tunesiern, die wechseln hier kräftig durch. Jetzt mit einem neuen Rückraum auf der Spielmacherposition. Hier am Ball mit der 98. Damul jetzt im linken Rückraum. Dazu kommt Jaziri mit der 92. Der ist schon einige Angriffe mit dabei. Und auch neu dabei Usama Hosni mit der 13 im rechten Rückraum. Hier am Ball, Hosni sucht seinen Kreisläufer mit der Nummer 6, Mohamed Khadjica. Spiel jetzt unterbrochen, da muss gewischt werden. Zeitspiel angezeigt. Und Jaziri hier mit einem feinen Treffer aus dem Rückraum über den Block hinweg. Aber schauen wir weiter, geht schon auf der anderen Seite wieder los. They tried to do a fast break. The Dutch, but they were not successful. Neues Personal jetzt auch bei den Niederlande. Am Flügel, aber die alte Kombination Steins auf Tragen. Und dann gibt es noch eine gelbe Karte on top. Yellow Card for Jaziri. Usama Jaziri mit der gelben Karte belegt. Jaziri hier auf Rückraum Mitte, Center Back Number 92 Jaziri. Hosni, Right Back and Left Back Number 98 Darmul. Bouganmi on fire, his sixth goal. He scored 60% of the Tunisian goals tonight.
And team timeout, Tunisian. First team timeout for Tunisia. We try to listen what Antonio Toni Cherona is telling to his players. On y va. On attaque, s'il vous plaît. Plus situation d'ouvert. Des joueurs ouverts, comme ça, Darmoul, il peut jouer fort ici, les A contre A avec ses numéro 3. OK, une chose. Mais s'il vous plaît, la vitesse, Jaziri, la vitesse pour le croisement et le bon passe aussi. OK, un bon passe pour faire ici, à ce côté. Après de jouer ça, les joueurs ouverts, on joue en fois Doha pour Jaziri. On joue en fois Doha pour Jaziri. Et la prochaine, Nan bis aussi pour Jaziri à ce côté. Dans les replis, plus fort et Jazz. Écoute, Slim, le numéro 3, quand il faut monter, il faut changer. Et, pas isolé, pas laisser trop d'espace pour jouer 2 contre 2. Quand il a le ballon, il faut que tu le sens. Also, wenn wir es richtig verstanden haben, dann wollte er vor allem auch, dass sie nach den Offensivaktionen schneller zurücklaufen, denn da laufen sie durch das Tempospiel von Lütz Deins doch ins ein oder andere Problem in der Defensive. Grundsätzlich ging es aber in der Offensive darum, ein, zwei Spielzüge zu besprechen und der Name Jaziri fiel da öfters. Ja, mit der 92 Oussema Jaziri, auch er bei Tunis aktiv in der Hauptstadt, in der Heimat. Soll da wohl einerseits über die Mitte kommen, über den Dreierspieler, also über den Mann im Mittelblock. Das ist jetzt nicht mehr Sleuters, sondern es ist mit der 7 Ton Leenders hier am Mann gewesen. Und Ballgewinn für die Niederlande durchs Ragen. Oh, da feine Bewegung, auch wenn nicht von Erfolg gekrönt von Lux Deins, der sich da aber weh gemacht hat bei der Aktion. Kann es nicht genau erkennen in der ersten Wiederholung, wo er sich da wehgetan hat, ob es beim Sturz war oder ob er da mit Hilal zusammengestürzt war, zusammengeprallt war. Geht aber weiter für den Spielmacher von Holland. Tut da wohl der Ellbogen ein bisschen weh, bekommt jetzt erstmal eine Pause. Rechte Ellbogen. Ah, kommt da mit dem rechten Arm auf und dann tut ihm jetzt ein bisschen der Ellbogen weh, wird da wohl etwas behandelt werden müssen auf der Ersatzbank. Mal schauen, ob er wieder zurückkommen kann, der Mann, der bei Toulouse in der französischen ersten Liga spielt. Die Bewegung, der rechte Flügel jetzt hier am Kreis mit eingelaufen, das war die Situation, die Genona kreieren wollte. Jaziri über den Mittelblockverteidiger kommt. Das war die zweite, die sie kreieren wollten. Jaziri kommt über die falsche Seite. Klappt beides nicht, deswegen der Wurf genommen. Notwurf. Da scheitert man aber erneut am gut aufgelegten Ravensbergen. Smits findet da die Lücke nicht, muss den Angriff abbrechen. Kai Smits. Zweiter Mann im rechten Rückraum. Beide rechten Rückraumspieler bei Holland im Ausland aktiv. Sleuters bei Schapsche in Polen und Smits bei Holstebro in Dänemark. Und hier macht es Fabian van Olfen, der Routinier, mit dem nächsten Treffer und der abermaligen Führung für die Niederländer. Knickt da schön runter, während die Wiederholung läuft. Auf der Gegenseite schon der nächste Treffer. Jaziri war es, der einnetzen kann. Hier sehen wir das Tor nochmal. Hart bearbeitet von Smits. Das stört Jaziri aber nicht. Der kann hier seinen Treffer markieren. Auf der Spielmacherposition jetzt die 77 Bayerns mit dabei und auf der Gegenseite kann sich Hilal mal wieder auszeichnen.
Und so jetzt die Chance für Tunesien hier, 5 Minuten vor der Pause in Führung zu gehen. Viel Platz am linken Flügel und Bouganmi ganz sicher der Spieler der ersten Halbzeit auf Seiten der Tunesier. Oussama Bouganmi, 7 Treffer bei 8 Versuchen. Und das sind 25 Minuten. Sind wir mal gespannt, wo er noch landet, wenn er so weitermacht. Also fürs Glücksteins, der da behandelt wird, jetzt mit der 77 auf der Rückraumplatte bereits beim Angriff zuvor. Danny Byens. So it's number 77, Danny Byens on the field. Und hier ist Kai Smith mit seinem ersten Tor. Kai Smith trifft vorne und unterbindet hinten den Wurf von Bouganmi. Schwieriger Winkel da gewesen. Hans Mietz versucht es wieder, aber zu zentral. Aber der Ball bleibt noch im Spiel. Schragen holt sich den Abpraller. Steht da goldrichtig der 29-Jährige mit der Nummer 14, Bobby Schragen. Einer von vielen Spielern im Team der Niederlande, die in Deutschland ihre Spuren bereits hinterlassen haben oder weiterhin hinterlassen, so wie er, der in der ersten Bundesliga mit Lemgo unterwegs ist. Ah, hier schönes Anspiel an den Kreis, aber für einmal Bouganmi nur zweiter Sieger. Bayerns jetzt wieder auf Rückraummitte, diktiert das Spiel. Drei Spieler vom TBV Lemgo hier auf der Platte. Bayerns, Van Olfen und Schragen. Dazu Smits von Holstebro und Lenders, dessen Treffer nicht zählt. Da stand er schon im Kreis. So it's again a penalty for the Netherlands. It's Kai Smith at the penalty line. And El Al saves this penalty throw. Das jetzt hier in die letzte Spielminute der ersten Halbzeit geht. There's only 1 minute left in the first half. And Jaziri sehr frei zum Wurf, aber da war Ravensbergen auch schon in der Ecke unten abgetaucht. War kein Problem für den Keeper, den Ball zu fangen. Und Holland nicht in Eile, noch 30 Sekunden zu spielen. Elingur Richardson hat die Timeout-Karte in der Hand und zieht jetzt auch das Timeout.
für Bad Ravensbergen. Der jetzt gar nicht mehr auf der Platte steht, denn die Niederlande hat getauscht, vertraut ihrem Captain in der zweiten Halbzeit im Kasten, Gary Eilers, der Mann mit der 31 jetzt zwischen den Pfosten, da die zweite Halbzeit jetzt begonnen hat und wir hier Eilers nochmal sehen. So, it's Tunisia starting attacking first in the second half and there's a new keeper, goalkeeper for the Netherlands, Gary Eilers, appearing on the field. Jaziri im linken Rückraum bei Tunesien geblieben, dafür jetzt aber wieder mit dabei Banur und Susi im Rückraum und Banur heute mit einer durchwachsenen Leistung, viermal in der ersten Halbzeit geworfen, viermal die Latte getroffen. Versuch 5 geht gar am Tor vorbei und auf der anderen Seite ist es ein 7 Meter. Der Referee Walter Zwahlen zeigt es an. Abwehrspieler im Kreis. The defender was inside. Number 90. Juriev. And therefore it's a penalty. Boomhauer. Gewinn setzt sich durch gegen Chelal. Zwei Tore Führung für die Niederländer. Jeffrey Buhauer, der hier beinahe die Möglichkeit zum Tempo-Gegenschuss hatte, aber Tunesien bleibt im Ballbesitz. Mit Susi auf Rückraum Mitte, Susi Centerback, Jaziri Leftback, Banur Rightback. Einen neuen Mann am rechten Flügel, new man on the right wing, Ramzi Majdoub. Jetzt hier am Ball läuft er ein. Und Jaziri durch die Mitte. Zeitspiel angezeigt und Ballgewinn, Fastbreak, Boomhauer. Oh, nimmt das Schagen mit und der ist erfolgreich, Bobby Schagen. Schauen wir hier nochmal die Wiederholung. Schagen setzt sich da im Tempo-Gegenstoß durch. On the other side, Jaziri, first goal in the second half for Tunisia. Bayens täuscht da den Pass nach außen an und nutzt dann die Mini-Lücke, die sich ihm da bietet, Danny Bayens. 16-13, geht wesentlich schwungvoller los hier der zweite Abschnitt als die erste Halbzeit, wo wir doch lange auf Tore warten mussten. So, a lot of more goals in the beginning of the second half compared to the first half. Jaziri gegen Leenders holt da einen Freiwurf raus. Free throw for Tunisia. Gute Abwehrarbeit da, aber von den Holländern. Aber am Ende dann doch wieder die Lücke da in der Deckung. Jaziri findet die Lücke. Und nächster Treffer für Bayens. Wird da hart bearbeitet von Redui. Aber am Ende konnte er nicht gestoppt werden. Dann Bayens. Seit etwas mehr als einem Jahr Bayens bei TBV Lemgo. War zuvor ein Jahr bei Flensburg, bei der SG Flensburg-Handewitt.
Allerdings bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Hat dann aber aufgrund von Verletzungen doch den einen oder anderen Einsatz in der Bundesliga und sogar in der Champions League bekommen. Dani Bajens, der in dieser Saison 20 Spiele für Lemgo absolviert hat, dabei 32 Mal erfolgreich war. Und jetzt in der Abwehr wieder eine Pause bekommt. Nur in der Offensive eingesetzt wird. Und jetzt seinen Teamkollegen um Keeper Gary Eilers bei der Abwehr zuschaut. Banur dieses Mal am Block hängen geblieben. Ja, Amin Banur. Seit 2018 bei Dynamo Bukarest. Er war der MVP der rumänischen Liga in der abgelaufenen Saison. Ah, hier lautstarke Proteste auf der Bank von Tunesien. Die wollen da einen 7-Meter-Pfiff sehen. Ja, sehen Sie hier? Sind da nicht zufrieden. Sieben Meter und zwei Minuten wollte Toni Redona da sehen. Stattdessen jetzt Druck für Tunesien. A, drei Tore Rückstand und B, Zeitspiel angezeigt. Tunisia under pressure. Not a good throw by Jaziri. Smith, Tempo, aber Halal kann sich da auszeichnen. Neuer nächster Anlauf für Tunesien. Aber Toni Kriona da sauer auf seine Leute, die da den Ball einfach so ins Auswerfen. Aber noch ist ja nichts verloren. Drei Tore Rückstand beim Handball, da noch 24 Minuten zu gehen sind. Das wissen nicht nur die größten Handballexperten. Ist natürlich überhaupt keine Hypothek, die Sorgen bereiten sollte. Aber ja, klasse Aktion von Hagen. Aus dem Rückraum trifft der Flügelmann. Banur da mit einer Einzelaktion, aber da ist wenig Tempo dabei. Jetzt auch wenig durchdacht. Zumindest scheint es für Außenstehende so, was die Tunesier da spielen. Am Ende muss es ihr bester Mann heute wieder richten. Bouganmi, Oussama Bouganmi. Sowas wie die Lebensversicherung der Tunesier. Schnelles Spiel auf der anderen Seite. Boomhauer scheitert da aber an Helal. Und auf der anderen Seite Jaziri. So schnell kann es gehen. Aus vier Treffern Rückstand, zwei Treffern Rückstand gemacht. Dennoch hat der tunesische Coach Gerona die Timeout-Karte schon in der Hand. Der 46-Jährige seit 2017 Head Coach von Tunesien. Toni Gerona, Head Coach of Tunisia since 2017. Davor war er Vereinstrainer in Katar und 16 Jahre lang aktiv beim FC Barcelona. Davon 6 Jahre als Trainer von FC Barcelona B. Und jetzt nimmt er hier sein zweites Timeout. Sichtlich angesäuert, ob der Leistung seiner Mannschaft, die gerade durch den Tempogegenstoß von Boomhauer das 16:20 kassiert hat. On arrête de jouer marchand. On arrête de regarder les arbitres. Ils se mettent dans la lutte. On va, ça va être catastrophique, ça déjà. Il n'y a pas vitesse dans la circulation de la balle. Et chaque joueur, il prend la balle et il tire n'importe quelle façon.
Allez donner un peu plus de vitesse avant de les tirer. Laisse roue, on est là, vous allez. On joue sans changement, on joue sans changement. Jules, numéro 3 avec Momo. Jazz. Monte pour toucher les joueurs. Julien, allez, 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 allez. Katastrophal ist das Wort, was anfangs fiel, und das bezeichnet so ein bisschen die Stimmungslage, die Toni Hirona da ausgemacht hat. Hat seine Jungs da doch ordentlich zusammengestaucht, ein, zwei taktische Kniffe noch mitgegeben. Wir sind mal gespannt, was er daraus machen kann. Aber um das Thema abzuschließen, ja, 16 Jahre war er bei Barca. Seit 2017 mit der Mission angetreten, in 3 Jahren die tunesische Mannschaft zu formen. Sein Vertrag läuft bis 2020 und da sind noch einige Highlights mit dabei, die bestritten werden sollen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, die Afrikameisterschaft im eigenen Land. So, the next African Championship is held in Tunisia from the 15th January up to the 25th of January, also vom 15. bis 25. Januar. Die Afrikameisterschaft in Tunesien. Als Titelverteidiger tritt man da an. Und da will man sich natürlich die Blößen nicht geben. Wir schauen aber erstmal jetzt hier aufs Spiel, bevor wir uns wieder weiter mit dem Thema Afrikameisterschaft befassen. 7 Meter, Buganmi gegen Ailas. Und Buganmi fügt seinem persönlichen Torekonto einen weiteren Treffer hinzu. Souveräner Auftritt vom linken Flügel, der sich auch treffsicher hier vom 7-Meter-Strich zeigt. Auf der anderen Seite Cherry mit dem Ballverlust und dann dem Foul gegen Susi. Hosni ist wieder mit dabei für den unglücklichen Banur. Kurze Unterbrechung, da muss gewischt werden. Zeit, den beiden Teams sich zu verschnaufen. Efraim Cherry mit der 25 bei Holland mit dabei, hatte gerade eben im Angriff den Ball verloren, deckt jetzt hier auf der Zweierposition gegen den rechten Rückraum. Das ist im Moment Susi, aber der wird sicher gleich einen Positionswechsel mit Hosni vornehmen. Passiert jetzt Susi wieder über die Mitte. Oh, ihr gutes Anspiel eigentlich an den Kreis, aber den kann die nicht kontrollieren, die Nummer 90. Und dann versucht er es mit einem Wurf, scheitert an der Latte. Oh, der nächste Treffer. Jassiri für einmal wieder erfolgreich. Sechstes Tor für Usama Jassiri. Auf Seiten der Holländer, Cherry auf Rückraum Mitte, Number 25, Efraim Cherry, Center Back, now changing with Bayens. Aber Druck gemacht auf Bayens, der wackelt die da aber ganz leicht aus. Mit 2 Mann gehen sie da auf Dani Bayens drauf. Und er lässt die einfach links liegen. Jetzt klappt es mal auf der anderen Seite mit dem Kreisanspiel. Oftmals probiert jetzt schon, endlich mal erfolgreich. Judith mit seinem ersten Tor. Aber es geht jetzt hier wirklich hin und her auf der Gegenseite. Smits mit dem nächsten Treffer. Tor Nummer 22 für die Niederländer. Afrika-Meisterschaft in Tunesien.
Als Titelverteidiger treten sie an die Tunesier, spielen in der Gruppe mit Kamerun, der Elfenbeinküste und Kap Verde. Und das Teilnehmerfeld wurde in diesem Jahr erstmals erweitert, und zwar von 10 auf 17 Teams. Und die Sache ist aber dennoch ganz klar, Tunesien will den Titel verteidigen, ist da Rekordsieger. 10-mal konnte man die Afrikameisterschaft bislang gewinnen. Hauptkonkurrent sicherlich Ägypten. Und dem Sieger des Afrika-Cups, dem winkt der ganz große Coup, denn das ist gleichzeitig auch die Olympia-Qualifikation. So the winner of the next African Championship is automatically qualified for the Olympic Games 2020 in Tokyo. Also der Afrika-Cup-Sieger spielt auch ganz sicher in Tokio mit bei den nächsten Olympischen Spielen. Und gleichzeitig ist das auch noch die nächste WM-Qualifikation. So there's even more the qualification for the World Championship 2021 held in Egypt is also linked to the African Cup 2020. Also ein großes Turnier steht Tunesien bevor, aber es steht den Tunesiern auch noch einiges an Arbeit bevor, so wie man das hier sieht. Moment, 5 Tore Rückstand. Jetzt die Möglichkeiten wieder per 7 Meter zu verkürzen. So ein bisschen das einzige Mittel, was sie im Moment haben. Respektive über Usama Bouganmi. Ihre einzige Waffe, die im Moment sticht. The review of the penalty from Bouganmi, scoring his 10th goal out of 12 attacks. Jens mit der 77 dirigiert wieder das Spiel. Und vom Flügel Schagen. Nein, es ist nicht Schagen, Entschuldigung. Das ist der Mann mit der 27 gewesen, natürlich Alex Smith. Alex Smith mit seinem ersten Treffer, der Mann mit der 27. Während wir hier sein Pendant am linken Flügel kurz gesehen haben, Boomhauer. Und Torhüterwechsel bei Tunesien, neu im Kasten, die Nummer 1. Makrem Misawi, der 38-Jährige. Hier am Yellow Cup 2020, jetzt erstmals im Einsatz. Auf der anderen Seite Treffer durch den Mann mit der Nummer 10, Alouini. Zeitspiel angezeigt, Passive Play, Under Pressure und Ballverlust. Oh, das gibt die nächste Zeitstrafe. Ja, das ist Trikot ziehen. Da ist Bayerns zwar nicht einverstanden, aber war da doch deutlich am Trikot dran. 2 Minuten Zeitstrafe für den Mann, der sonst nur in der Offensive spielt. Und jetzt hier, wir sehen es hier gerade nochmal, da war die Aktion zwar schon fast vorbei, aber er zieht da am Trikot. Danny Bayerns mit einer 2 Minuten Zeitstrafe belegt. Damit Powerplay. Überzahlspiel für Tunesien.
Und erfolgreich abgeschlossen durch die Nummer 7 am rechten Flügel, Ramzi Mashdoub. Ja, Holland setzt weiter auf das Unterzahlspiel, also geht nicht das Risiko ein, den Torhüter rauszunehmen. So, the Netherlands is not using the opportunity of an empty goal. They stay with one man less on the field. Und wieder mit Iso Sleuters, der hier für den Angriff mitwirkt und vielleicht die Lösung findet, denn es ist schon wieder Zeitspiel angezeigt. Passive Play against the Dutch man. Viel Zeit bleibt nicht. Cherry zu Sleuters. Zwei Pässe sind noch zu spielen. Schiedsrichter Castineiras zeigt es an. Ah, sie probieren es mit einer Finte und dem Wurf von Cherry, aber kein Problem für Misawi, den Champions League erfahrenen Keeper. Meister geworden in Rumänien mit Dynamo Bukarest. Er einer der Fraktion von Nordafrikanern beim rumänischen Champion. Aluini, der Spielmacher hier am Ball, ein weiterer Mann, der für Bukarest unterwegs ist. Hosni, der trifft, der spielt in Frankreich für Istres. Ah ja. Bayerns und Hosni. Rallen da zusammen, aber alles halb so wild. Aber die Tunesier sind wieder rangekommen. Aus 5 Tore Rückstand ist 2 Tore Rückstand geworden. Da jetzt noch etwas mehr als 12 Minuten zu gehen sind, muss Holland mal wieder was zeigen. Sie versuchen es mit Cherry im Rückraum, mit Bayerns als Spielmacher, der ersetzt jetzt hier Luc Steins offenbar dauerhaft. Den haben wir noch nicht wieder gesehen auf der Platte. Und ein Mann hat Feierabend, der hier heute beeindruckt hat und ein großer Kandidat ist auf die Auszeichnung MVP. Buganmi hat Feierabend, klatscht sich soeben mit seinen Teamkameraden da abseits der Kameras ab und für ihn jetzt Rafik Bascha am linken Flügel. Nächste Zeitstrafe auf Seiten der Tunesier geht an die Nummer 15, an Haj Youssef. Khaled Haj Youssef, erste Zeitstrafe für ihn. Somit etwas mehr Platz auf dem Spielfeld für die Holländer. Die nutzen das mit einem Kreisanspiel auf Koyman. Aber der findet seinen Meister in Misawi. Misawi, der jetzt Platz nimmt auf der Bank. Zusätzlicher Feldspieler gekommen bei den Tunesiern. Empty goal for Tunisia. They're attacking with 6 against 6.
Ja, die tunesische Bank fordert eine Zeitstrafe gegen den holländischen Verteidiger. Toni Redona monierte da, dass das auch die gleiche Aktion war wie gerade eben auch bei Hajj Youssef. Ah, lassen sich die Schiedsrichter aber nicht drauf ein. Weiter geht's mit 6 gegen 6. Nisawi immer noch draußen. Jetzt gibt es einen 7 Meter Penalty für Tunisia. Und Goalkeeper Exchange back on the field, Bart Ravensbergen. Bart Ravensbergen, wir sehen es im Bild, ersetzt Gary Eilers für diesen 7 Meter. Und es ist ohnehin auch ein neuer Werfer, denn it's number 89 on the penalty line. Bacher, aber auch er sicher vom 7 Meter Strich. Tunesien kämpft sich hier weiter ran, verkürzt auf 24 zu 25. Derweil abseits der Kameras der Rückwechsel. Gary Eilers wieder im Kasten. Bart Ravensbergen nimmt auf der Bank Platz. Ah, einfaches Tor in Überzahl. Efraim Cherry. Dessen jüngerer Bruder auch holländischer Nationalspieler ist, spielt in der U19 Efraim Cherry. Und wir sehen es hier, was vorhin gerade schon erwähnt wurde. Gary Eilers zurück zwischen den Pfosten. So it's Gary Eilers back in the goal. Eilers the goalkeeper for the Netherlands. Oh, Osnis Wurf geblockt. Oh, Fehlpass hier. Tempo-Gegenstoß möglicherweise über Tenfelde. Aber der wird da gestoppt. Hosni eilt da rechtzeitig zurück und Toni Hirona da gar nicht zufrieden. Diskutiert jetzt hier mit seinem Spielmacher, mit Aluini, er sollte ausgewechselt werden, wollte das aber irgendwie nicht, hatte da irgendwie eine andere taktische Vorstellung. Kein einfaches Spiel hier für den spanischen Coach der Tunesier. Er wird ganz sicher nicht zufrieden sein mit der Performance seiner Mannschaft. Die wendigen, flinken Holländer sind da den Tunesiern ein schwieriger Gegner. Jetzt mal ein Block der tunesischen Deckung. Tempo-Gegenstoß, Fast-Break for Tunisia. And maybe there's a 2-minute suspension, I don't know. No, there's not. I was thinking that there was a contact in the face. Zayed scored anyway. 25-26. Spannende letzte 8 Minuten. Alles möglich hier in der AXA Arena in Winterthur, die sich immer mehr füllt. Denn heute Abend steht dann auch das zweite Duell hier auf dem Terminplan. Und dann tritt die Heimmannschaft an. Dann spielt die Schweiz gegen die Ukraine. Kann mir gut vorstellen, dass die Arena dann nahezu ausverkauft sein wird. Ballbesitz bleibt bei Holland. Und Team Timeout in Niederlande. Team Timeout for the Netherlands. Bayerns da schon im Gespräch mit Cherry. Mal schauen, wer dieses Mal das Wort übernimmt. Ob es Richardson ist oder ob es wieder die Spieler sein werden. Wir hören mal rein beim Timeout. Please don't play with fake. Yeah, that's what. Okay. But Iso's coming in the middle. Fake pass to Rutger en dan even in kans. Dus drie rechts, dan kom jij en dan komt Rutger er doorheen, maar je paast niet aan Rutger, je paast aan mij. Jij loopt deze kant op. Hij moet zijn in de handen houden, die structuur niet dribbelen en dat die bal gaat en speel volgens afspraken. Golden, Bosch, kom maar naar hij. Hij kan niet pot in de handen.
Ja, auch hier wieder sehr viel Freiheiten gelassen von Trainer Richardson an seine Spieler. In dem Fall an Dai Baines, den Spielmacher, der sich jetzt hier auch nochmal austauscht mit Luke Steins. Viel Eigenverantwortung für die holländischen Spieler von ihrem isländischen Trainer, der seit Oktober 2017 in den Diensten der Niederländer steht. Davor war er Trainer in Island, von West Wien und von den Füchsen Berlin. Mit den Füchsen gewann er zweimal den Super Globe 2015-2016. Passive Play, Jerry mit dem Wurf und dem Treffer. Efraim Jerry mit seinem dritten Tor. Der junge Mann, 23 Jahre jung, spielt in Belgien bei Sporting Nelo. Free throw for Tunisia. Ballbesitz bleibt bei Tunesien. Und jetzt gibt es hier die 2 Minuten Zeitstrafe an die Adresse der Nummer 8, an die Adresse von Evert Keumann, der da Aluini stoppt. Legt da mit der Hand noch in Richtung Gesicht rein. Völlig verdiente Zeitstrafe für die Nummer 8. Seine erste Hinausstellung. First 2-Minute Suspension für Keumann. Bascha ebenso sicher wie sein Pendant Guganmi. Hat sich Sleuters wehgetan. Ist da mal kurz. Da wo Anschlag zwischen die Beine, das tut jedem Mann weh. Allein auch schon beim Zuschauen. Aber es geht, glaube ich, weiter für den Spieler, den 29-jährigen rechten Rückraum, der in Polen aktiv ist. Seit 2016 spielt er bei Górnik Zabrze. Davor war er auch schon in Deutschland, Spanien und Norwegen aktiv. In Norwegen mit Elverum zweimal Meister geworden. Zeitspiel angezeigt, Passive Play. Ein bisschen Konfusion jetzt hier, war wohl eine Pfeife aus dem Fanblock, die da getätigt wurde. Irritiert alle auf dem Feld ein bisschen. There was a whistle from the spectators area. So that is that confusion right now. 3 passes left for the Netherlands. Bayens da gestoppt, kann sich da nicht dran vorbeidrehen. Jetzt sind sie wieder unter Druck, stellen die Mauer auf. Jerry nimmt sich den Wurf und scheitert. Ballbesitz für Tunesien, die Chance zum Ausgleich. Aber Fehlpass von Sayed. Zu durchsichtig, was er da spielen wollte. Und hinten haben sie immer noch mit Misawi einen guten Tormann im Kasten.
Erneut die Möglichkeit zum Ausgleich und diesmal gelingt's. Hier noch ein Zusammenprall zwischen den Torschützen Sayed und Sleuters. Ah, knallen da auf Hüfthöhe miteinander zusammen. Tat dem Verteidiger in dem Fall mehr weh als dem Werfer. Der wurde da in seinem Wurfablauf nicht allzu sehr gestört. Hat sich da aber wohl auch an der Lippe verletzt. Jetzt erstmal noch gewischt werden. Und zurück auf dem Feld mit der 28. Wir haben ihn gerade kurz im Bild gesehen. Fabian van Olfen soll jetzt hier mit seiner Routine das Spiel noch ein bisschen in die Bahnen zugunsten der Holländer lenken. Die wollen hier natürlich den Sieg mitnehmen, nachdem sie die komplette zweite Halbzeit eigentlich geführt haben bis anhin. Van Olfen im linken Rückraum. Jetzt da Cherry, den Youngster. Aber auf Bayerns und seine schnellen Wegen haben sie sich jetzt in der Deckung doch etwas besser eingestellt. Ah, da ist er, der Routinier. Fabian Van Olfen bringt die Niederländer wieder in Führung. Zehn Jahre in Magdeburg aktiv gewesen. Number 28 played 10 years for German Top Team SC Magdeburg. War beinahe da der Stil der Holländer. Tunesien bleibt aber im Ballbesitz. Alouini, der Spielmacher, sucht den Kreisläufer Jabdala und der holt ihn 7 Meter raus. Sehen wir hier nochmal. Djed Jabdala, der 30-jährige Kreisläufer von Kristianstad, holt ihn 7 Meter raus, nachdem er da schön in Szene gesetzt wurde und unsanft gestoppt wurde. Es kommt zum 7-Meter-Duell. Bascha gegen Ravensbergen. Und abermals bleibt der tunesische Werfer der Sieger. Da gibt es heute kein Kraut zu sehen für die niederländischen Keeper. Sei es Eilers oder wie in dem Fall Ravensbergen. Die tunesischen Werfer in Person von Bouganmi oder wie jetzt Bascha sind da einfach stärker. So 8 penalties for Tunisia, 8 goals for Tunisia. Ah, Ballgewinn Tunesien. Stark gearbeitet in der Deckung vom Afrikameister. Jetzt hier die Chance haben, erstmals in Führung zu gehen. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar überhaupt das erste Mal im Spiel in Führung zu gehen. Wie auch immer, zur richtigen Zeit sind sie parat. Alouini, Hosni und Co. Und das ist die Führung, erzielt durch Nummer 77, Skander Sayed. Aber die schnelle Antwort auf der Gegenseite. Kai Smits mit der Antwort. 8, 29, 29, da noch
90 Sekunden bzw. weniger als 90 Sekunden noch zu spielen sind. Also hier läuft alles auf eine ganz, ganz spannende Schlussminute hinaus. Bin mir sicher, die Tunesier können das nicht ausspielen. Holland wird nochmal in Ballbesitz kommen. Und zwar sogar ganz schnell. Verpasstes Anspiel. Fast Break über Tenfelde zu Smith. Und der bleibt hängen am ausgezeichnet aufgelegten Misaoui. Hält die Nummer 1 hier den Sieg für Tunesien fest. Die Möglichkeit ist da, denn Tunesien hat jetzt die Chance, hier in Führung zu gehen. Misaoui mit 43% Abwehrquote, nein, 50% aktualisiert sich gerade. Und jetzt gibt es das letzte Team-Timeout gezogen von Toni Gerona. 38 Sekunden vor Spielende sind wir gespannt, was der Spanier seinem Team als letzten Angriff mitgeben wird. Also klare Ansage da von Toni Gerona, was er sehen will. Es wird sicherlich über die linke Seite was gehen. Es fielen die Namen Skandar Sayed, der linke Rückraumspieler. Es ist wieder der Name Djed Djabala, der Kreisläufer. Und am linken Flügel Rafid Bascha, der soll sich auch für irgendwas bereithalten. Sind wir mal gespannt, was da jetzt draus wird. Meter Pfiff. Zeit ist aber angehalten worden. Da waren viele Namen, die ich vorher genannt habe. Am Ende war es eine Einzelaktion von Aluini, der da den 7 Meter rausholt. Abwehr stand da im Kreis, haben die Referees angezeigt. Und somit jetzt die Chance für Bascha hier in Führung zu gehen. 8 von 8 bisher am heutigen Tag für die Tunesier. Gibt es das 9 von 9 am Ja, es gibt ihn. 9th penalty goal and directly team timeout taken by Erling Gur Richardson. Team timeout für die Niederlande. Okay, Kevin ist on the far side. Okay. Danny, you have the ball, try to get the chances. Yeah, of course, we should do it. Happy and start with the attack. See you who's coming, okay? And you have Danny, and you can keep on going. Otherwise, you have also torn on this side. Okay? Hey boys, go for it. Go for the ball from the middle, yeah? The ball from the middle, don't do my action. Yeah, yeah. Robert! Boys! Ja, gelingt den Holländern hier noch der Ausgleichstreffer? Holen sie sich einen Punkt, den sie sich aufgrund des Spielverlaufs sicherlich verdient hätten. Aber die Tunesier im richtigen Moment bereit, im Stile einer Spitzenmannschaft, auch wenn das heute, was sie hier gezeigt haben, noch fernab von spitzenmäßig war, bzw. ist. Zum ersten Mal eine Führung in der Schlussminute. Holland mit 7 Spielern. The Netherlands attacking with 7 players. Empty goal. No, kein Tor und die Zeit ist abgelaufen. Der Sieg geht an Tunesien. Tunesien gewinnt hier die Auftaktpartie beim 48. Yellow Cup in Winterthur mit 30 zu 29.
Der Titelverteidiger fährt die ersten beiden Punkte beim diesjährigen Turnier ein. Eine Punktlandung für den Afrikameister, der aber noch viel Luft nach oben hat. Toni Kerona, der Trainer von Tunesien, da ganz bestimmt nicht so richtig zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Am Ende soll es egal sein, am Ende gibt es die ersten beiden Punkte. Bitter für Holland, die stark angefangen haben und auch vor allem in der zweiten Halbzeit stark mit dabei waren. Wenn wir mal ein bisschen auf die Statistik schauen, wer da herausgestochen hat, dann ist das auf Seiten der Gewinner ganz sicher mit der 21. Usama Bouganmi, der mit 10 Toren dafür gesorgt hat, dass Tunesien überhaupt im Spiel geblieben ist, Mitte der zweiten Halbzeit, als man weit zurück lag. Sein Ersatzmann, Rafik Bascha, dann auch viermal erfolgreich, allerdings viermal vom 7-Meter-Strich mit dem entscheidenden Treffer zum 30:29. Dazu 6 Tore von Usama Jaziri und einen starken Torwart, der reinkam. Makrem Misawi wehrte am Ende 56% der Würfe ab. So kommt es zur Wende hier und zum Sieg für Tunesien. Auf der Seite der Holländer hatten wir einen starken Bart Rabensbergen im Tor mit 44% in der ersten Halbzeit. Gerry Eilers konnte da nicht dran anknüpfen im zweiten Durchgang. Dazu 5 Treffer Bobby Sagan, der hat mir sehr gut gefallen, der kam richtig gut ins Spiel, je länger das Spiel ging. Dazu Kai Smits mit der 21, auch mit 5 Treffern, hat aber auch 9 Versuche dafür gebraucht. Wie auch immer, morgen geht's weiter für die beiden Teams. Hoffen wir mal, dass bei Luke Steins da nichts Ernsteres ist, dass er da wieder mitwirken kann. Das nächste Duell für die beiden Teams heißt dann für Holland um 17.15 Uhr morgen gegen die Ukraine und Tunesien spielt morgen um 20.15 Uhr gegen die Schweiz. Aber das war ja nur der Aufgalopp des Auftakttages hier in Winterthur beim 48. Yellow Cup, denn das geht noch weiter hier. Das soll es zwar heute hier jetzt erstmal auf handballtv.ch gewesen sein. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bei diesem Handball-Duell mit dabei waren. So, thank you for watching the game between Tunisia and the Netherlands. Excited to see you again tomorrow und wir sind hier auf Handball TV, nämlich morgen wieder live dabei und zeigen dann um 17.15 Uhr das Spiel zwischen den beiden EM-Teilnehmern Ukraine und Holland. Wärmstens ans Herz legen möchte ich Ihnen aber noch den ersten Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft. Das Spiel der Schweizer können Sie heute Abend ab 20.15 Uhr live im Fernsehen auf TV24 verfolgen. Schauen Sie dann doch auch wieder rein. In diesem Sinne, Ihnen noch einen angenehmen Abend. Mit den Highlights entlasse ich Sie. Ciao, tschüss und bis bald. See you again. Goodbye.